Hallo, hier ist der Klaus aus Franken. Wir dürfen uns jetzt nicht von den ersten Erfolgen blenden lassen. Denn die vermeintliche Abschwächung der WHO-Vertragstexte war sicherlich ein taktisches Zugeständnis. Weil der Widerstand immer größer geworden ist, mussten sie zurückrudern. Wir müssen jetzt unsere Stimmen umso lauter erheben, weil die eigentlichen Gefahren noch lange nicht vom Tisch sind. Ich möchte mal ganz komprimiert 5 konkrete Punkte nennen, um das zu verdeutlichen. Erstens, auf der WHO-Generalversammlung Ende Mai darf nicht abgestimmt werden. Es ist ein riesen Hin und Her mit den Texten der Verträge. Die neuesten Versionen wurden erst Mitte April veröffentlicht. Das ist viel zu spät, denn jede Änderung muss laut den Vorschriften der WHO spätestens 4 Monate vor der Abstimmung bekannt gegeben werden. Die Abstimmung darf nicht auf der WHO-Generalversammlung vom 27. Mai bis 1. Juni 2024 durchgeführt werden, sondern muss verschoben werden. Die WHO kann doch nicht die Einhaltung ihrer Vorschriften einfordern, wenn sie sich selber nicht daran hält. Zweitens, die WHO will sehr gewichtige Vertragsbestandteile erst nach der Abstimmung klären. Wer würde einen Vertrag unterschreiben, dessen Inhalt erst nach der Unterzeichnung geklärt werden soll? Die WHO hat viele wichtige Punkte in den Vertragstexten offen gelassen und will diese erst bis Mai 2026 klären. Und dies zeigt, wie hinterhältig die WHO agiert. Drittens, der Generaldirektor bekommt viel zu viel Macht. Er darf zum Beispiel das Gremium, das ihn überwachen soll, selber bestimmen und absetzen. Hier werden nicht einmal demokratische Mindeststandards eingehalten. Es gibt hier keine Gewaltenteilung und so weiter. Viertens, Tedros hat eine hochkriminelle Vergangenheit. Tedros war als Außenminister mitverantwortlich für einen Völkermord an ethnischen Gruppen in Äthiopien. Schaut euch die Akte Tedros an. Dieser Mann darf niemals so viel Macht bekommen. Und fünftens, es geht nicht um Gesundheit, sondern um Profit. Es ist eine Heuchelei, wenn uns vorgegaukelt wird, dass es bei diesen Verträgen um das Wohl und die Gesundheit der Menschen ginge. Nichtstaatliche Akteure wollen durch zweckgebundene Spenden immer mehr Einfluss gewinnen und Big Pharma immer noch reicher machen. Und ihr seht, da liegt noch vieles im Argen. Es besteht nach wie vor ein großer Handlungsbedarf. Deshalb die große Frage, wie sieht die Praxis aus? Wie kann jeder einen Beitrag leisten? Und es gibt nur einen Weg, um die WHO-Pläne für unsere jeweiligen Länder zu stoppen. Und dieser Weg geht über die gewählten Vertreter in den zuständigen Parlamenten. Es gibt keinen anderen Weg. Wir leben in einer sogenannten parlamentarischen Demokratie. Die Menschen können ihre Vertreter im Parlament selber wählen. Das ist doch ein großes Privileg gegenüber autoritären Staatsformen. Deshalb nützen wir doch die Möglichkeiten, die uns das Gesetz gibt und geben der Resignation keinen Raum. Stellt euch vor, jeder, der gegen diese Pläne ist, greift zum Telefonhörer, schreibt einen Brief oder eine Postkarte, schickt eine E-Mail an den Abgeordneten seiner Region. Das Thema wäre ganz schnell vom Tisch. Ich bin überzeugt, wir haben hier viel mehr Einflussmöglichkeiten, als uns überhaupt bewusst ist. Die Abgeordneten wissen nämlich in der Regel selber kaum Bescheid über diese Abkommen. Da sind sie auf uns angewiesen, dass wir sie insbesondere über die angeführten Gefahren aufklären. Ich glaube sogar, dass die meisten sehr dankbar sind, wenn wir ihnen hilfreiche Informationen geben können. Und dafür haben wir für euch noch 2 konkrete Hilfestellungen vorbereitet. Erstens das Faktenblatt. Das ist jetzt topaktuell und wurde erst gestern in der neuesten Version fertiggestellt. Dort
sind die wesentlichen Fakten, sogar der Wortlaut der neuesten Entwürfe drauf. Das ist sicher für die Politiker sehr interessant, wenn ihnen mal jemand schwarz auf weiß zeigen kann, was in den Abkommen wirklich drinsteht, was geplant ist. Die Rechtswissenschaftlerin Dr. Beate Sibylle Pfeil hat dieses Faktenblatt geprüft. Zweitens, die Postkarte. Für jeden gibt es einen Weg, wie er aktiv werden kann. Zum Beispiel mit dem Versand einer Postkarte an Abgeordnete. Hierfür gibt es kurze Mustertexte. Dort steht ein kurzer Aspekt zur Gefahr dieser Abkommen drauf, der die Abgeordneten zum Handeln auffordert. Hier kann sich jeder ohne großen Aufwand einklinken. Das topaktuelle Faktenblatt oder auch die Mustertexte für Postkarten könnt ihr ganz leicht auf der klar.tv-Seite unterhalb der Weckrufsendung downloaden. Ich hoffe, dass ich euch ermutigen konnte, mal erste Schritte aufs Wasser zu gehen. Dann können wir entdecken, welch gewaltiges Potenzial in jedem von uns steckt. Klinke dich mit ein, denn gemeinsam können wir Gewaltiges bewegen. Ich habe fertig. Euer Klaus aus Franken.